Ja, hallihallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Ausrüstungsvideo hier bei Individuell Unterwegs. Ich bin der Chris und ich habe euch heute mal wieder was mitgebracht. Und zwar das hier, die Cleanable Steel Canteen aus der Adventure-Serie. Hat 1 Liter Fassungsvermögen, ist aus Edelstahl, rostfrei und die möchte ich euch heute ein wenig näher vorstellen. Hintergrund, warum ich mir die Flasche überhaupt gekauft habe, ist generell mal Material Edelstahl, was bei diesen Feldflaschen gar nicht so leicht ist, das zu bekommen, weil die meisten entweder aus Kunststoff oder aus Aluminium sind und beides will ich eigentlich nicht. Ich wollte tatsächlich was aus Edelstahl. Aus Titan habe ich überhaupt keine gesehen eigentlich. Aber ich denke, die von Stanley, die ist nicht ganz die billigste, muss man auch dazu sagen. Kostet so, je nachdem wo man sie kauft, um die 30 Euro aktuell. Geht sicherlich kostengünstiger, keine Frage, aber sie ist von der Verarbeitungsqualität her auf den ersten Eindruck wirklich sehr gut. Sie hat einen sehr interessanten Verschluss, den ich euch gleich mal am Anfang zeigen möchte. Und zwar ist der zweistufig. Man hat hier einmal den oberen Verschluss mit der Trinköffnung, wo man also wirklich sehr schön dann komfortabel draus trinken kann. Und dann im zweiten Schuss die große Öffnung zum Befüllen der Flasche bzw. auch zum Reinigen. Eine Sache, die bei der Flasche auch ganz schön ist, ist, dass der Rand hier oben an der Flasche nach außen umgeschlagen ist. Das heißt, es ist innen glatt, das heißt, es kann da nichts hängen bleiben. Das ist zum Reinigen sehr gut. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Versucht das mal. Also hier ist dieser Falz eben nach außen hin umgeschlagen und nach innen hin ist der Rand also glatt. Man kann also hier wirklich sehr schön hinein. Ihr seht, es ist auch relativ eine große Öffnung. Und die ganze Feldflasche, was ein bisschen ungewöhnlich ist eigentlich für eine Feldflasche, ist, sie kommt jetzt nicht in einer Tasche, sondern mit so einem Schulterriemen. Ich mache das da jetzt einfach mal auf. Nehme das Gummiband mal runter. Ihr seht also, das ist hier wirklich ein relativ langer Schulterriemen, ein Trageriemen dabei. Was ich von der Idee her prinzipiell ganz pfiffig und gut finde, wenn man die Flasche dann tatsächlich auch mal so mitnehmen kann. Was mir allerdings weniger gefällt, was mir schon aufgefallen ist, ist, dass dieses Gurtband hier direkt vernäht ist, über die Laschen drüber. Das heißt, ich kann jetzt das eigentlich nicht einfach runternehmen. Auch auf der anderen Seite ist hier hinten das Ganze vernäht und ich kann also diesen Riemen von der Flasche eigentlich nicht abnehmen, ohne dass ich den Riemen eigentlich aufschneiden muss. Ich werde es dann später noch machen. Ich werde sicherlich den Riemen, also die Naht hier aufmachen, den Riemen rausnehmen und mir dann noch so einen zweiten Dreisteg über das Gurtband auf der anderen Seite drüber tun, sodass ich dann den Schulterriemen verwenden kann, wenn ich das möchte, den Schulterriemen aber auch abnehmen kann. Ich habe mir nämlich auch noch eine Tasche dazu bestellt, die dann auf den Rucksack kommt. Und da soll die Flasche dann eigentlich rein und da stört mich der Riemen. Ja, also da brauche ich den nicht. Im Gegenteil, der ist mir da eigentlich im Weg. Ich möchte die Flasche jetzt aber mal so vorstellen, wie sie ist. Ich werde jetzt nichts daran modifizieren vorerst. Die Flasche ist aktuell noch leer. Ich habe aber Wasser mit. Einen guten Liter, also etwas mehr als was da reingeht. Ich werde es dann noch umfüllen, später noch. Ich gehe aber jetzt erstmal ein Stück mit der Flasche leer. Ich werde den Rucksack auch nehmen, der was da neben mir noch steht. Und werden wir schauen, wie sich die Flasche generell tragen lässt. Und ja, wie sich die auch im leeren Zustand trägt, ob die herumscheppert, herumklappert und so weiter. Ja, ich würde sagen,
ich schnall mir jetzt mal den Rucksack um und dann gehen wir mal ein Stück. So, da bin ich wieder, habe jetzt mein Lager in der Zwischenzeit aufgebaut, habe jetzt da meine Flasche. Muss sagen, ja, das mit dem Trageriemen funktioniert gar nicht so schlecht. Ich habe es jetzt mal mit der leeren Flasche probiert und es war eigentlich ganz okay insgesamt. Hat es nicht übermäßig geklappert oder so, war echt in Ordnung. Und ich werde jetzt mal, ich habe da, wie gesagt, guten Liter Wasser mit. Das werde ich da jetzt mal einfüllen. Werden wir mal schauen, wie es geschmacklich ausschaut. Natürlich im ersten Schritt einmal ein bisschen auswaschen. Und ja, dann werden wir mal schauen, ob sie tauglich ist zum Trinken oder nicht. Gut, dann fangen wir mal an. Abgeschraubt. Ist so ein das sogenannte Squeeze-System von Sawyer, vom Wasserfilter. Und ist ganz praktisch, weil das sehr leicht ist und sich eben schön zusammenlegen lässt. Deswegen habe ich das heute mit. Ja, dann werden wir jetzt einfach da mal einfüllen. Also das geht mit der großen Öffnung echt super easy. Geht auch nichts daneben. Ja, muss sagen, cool. So, dann werden wir da im ersten Schritt mal ein bisschen den Deckel noch auswaschen. Die ganzen Dichtungen, das alles ein bisschen spülen. Gut, dann noch fertig auffüllen. Ja, wunderbar. Ja, sie ist jetzt komplett voll. Schluss wieder drauf. So. Dann werden wir mal schauen, ob das so weit dicht ist, wenn mal das Wasser, was da vorher daneben geronnen ist, beim Aufsetzen vom Verschluss wegwischen. Nicht, ob das noch im Deckel ist. Ja.
geschmacklich ist das Wasser nach wie vor neutral. Also da tut sich nichts. Ist gut. Ja, ich werde dann mit der fast vollen Flasche, die werde ich mir nachher wieder umhängen, so wie beim Hergehen. Und werde dann nochmal schauen, wie sich das dann bewährt. Mit dem Schulterriemen auch, ob das irgendwie zieht, ob sie gut hängt, ob sie irgendwie zum Wappkling anfängt durch das doch relativ hohe Gewicht, was sie jetzt dann hat. Ja, mal schauen, wie sich das bewähren wird.